Ich bin Jin und ich möchte eine Erfahrung mit euch teilen. Als ich etwa 6 oder 7 Jahre alt war, glaubte ich nicht an Geister oder paranormale Dinge, da mir meine Mutter immer wieder gesagt hatte, dass diese Dinge nur Quatsch seien. Doch diese Einstellung hat sich geändert. Es passierte damals, als wir zum ersten Mal in die Heimatstadt meiner Mutter fuhren. Es handelte sich um eine Provinz, in der es viele Bäume, Felder und Bauernhöfe gab. Wir reisten mit dem Bus und mussten einmal umsteigen. Im zweiten Bus gab es diesen merkwürdigen Mann, der hinter uns saß. Er war etwa 50 Jahre alt und hatte einen Stock bei sich. Sobald wir uns hingesetzt hatten, schaute er mich an und lächelte. Meine Mutter war sofort eingeschlafen. Der Mann gab mir Süßigkeiten, die ich, ein 7-jähriges Kind, natürlich sofort aß. Als wir an unserem Ziel ankamen, verabschiedete ich mich von dem Mann, welcher erneut lächelte. Die Zeit verging und ich wachte um etwa 3 Uhr morgens auf, da mir der Bauch wehtat. Ich musste zur Toilette, die außerhalb des Hauses lag, und hatte Angst. Niemand im Haus war wach und ich wollte sie nicht unnötigerweise wecken, da alle sehr müde von der Reise gewesen waren. Also nahm ich all meinen Mut zusammen und ging zu dem Toilettenhäuschen, welches einige Meter vom Haus entfernt lag. Es war nicht weit, doch trotzdem sehr gruselig. Es war kalt. Als ich endlich ankam, musste ich mich sofort übergeben. Mein Erbrochenes war grün, genau wie die Süßigkeiten, die ich von dem Mann bekommen hatte. Als ich fertig war, spürte ich. Danach schaute ich mich um. Neben mir sah ich jemanden, der mich anstarrte und lächelte. Plötzlich verstand ich, dass es der Mann war, der am Bus hinter uns gesessen hatte. Er rief meinen Namen und ich bekam schreckliche Angst. So schnell ich konnte, rannte ich ins Haus. Dort weckte ich meine Mutter und erzählte ihr, was passiert war. Zunächst dachte sie, ich hätte geträumt. Es war kaum möglich, dass wirklich jemand neben dem kleinen Bart hätte gewesen sein können. Das Gebäude lag am Rande des Grundstücks und auf dieser Seite befand sich nur ein dünner Grasstreifen von wenigen Zentimetern. Das Fenster war extra so angebracht worden, dass es unmöglich war, von außen hineinzuschauen. Meine Mutter ging mit mir nach draußen, um mir zu beweisen, dass alles in Ordnung war. Dann sah sie die Fingerabdrücke am Fenster. Sie rief sofort nach meinem Vater. Dieser durchsuchte die Umgebung, fand jedoch nichts. Auch die Hunde gaben keinen Laut von sich. Am nächsten Morgen räumte meine Mutter auf und hängte Familienfotos auf. Eines der Fotos fiel mir sofort auf. Darauf war der Mann aus dem Bus zu sehen, der später auch vor dem Fenster gestanden hatte. Ich fragte meine Mutter, wer das sei. Sie antwortete, das Bild würde ihren Großvater zeigen, der schon einige Zeit vor meiner Geburt gestorben war. Ich erzählte ihr nichts davon, dass ich diesen Mann gesehen hatte, da mir der Gedanke Angst machte. Noch immer habe ich nicht wirklich verstanden, was damals passiert ist. Doch ich erinnere mich daran, als sei es erst gestern passiert. Hi, mein Name ist Charlotte und ich bin 20 Jahre alt. Vor einer Woche ist mir etwas Merkwürdiges passiert. Der Tag begann ganz normal. Ich arbeitete von morgens bis 8 Uhr abends. Als ich danach zu Hause ankam, bemerkte ich, dass sich mein Mitbewohner komisch verhielt. Nennen wir ihn Alex. Ich fragte ihn, was los sei, doch er antwortete nicht. Stattdessen ging er nach oben, ohne ein Wort zu sagen. Normalerweise ist Alex ein wirklich lieber und gesprächiger Mensch. Vielleicht hatte er ja einfach einen miesen Tag gehabt, überlegte ich. Ich ging nach oben zu meinem Zimmer. Als ich gerade die Tür öffnen wollte, sah ich Alex, der einfach nur im Flur stand. Ich sprach ihn nochmals an. Alex, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Während ich sprach, schaute er mich mit einem merkwürdigen Ausdruck an. Langsam bekam ich Angst. Okay, gute Nacht. Ich werde gleich ins Bett gehen, weil ich morgen wieder früh arbeiten muss. Er antwortete nicht und ich fühlte mich, als würde ich gegen eine Wand sprechen. Ich wurde ein wenig wütend, denn normalerweise ignorierte er mich nicht. Ich ging danach also in mein Zimmer, zog meine Schlafsachen an und legte mich ins Bett. Da ich wirklich müde war, schlief ich schnell ein. Gegen 4 Uhr morgens hörte ich Schritte im Flur. Ich vermutete, dass Alex wohl ins Bad musste. Ich ging hinaus, sah ihn jedoch weder im Bad noch im Flur. Wieder bekam ich ein komisches Gefühl, ignorierte es jedoch. Etwa 5 Minuten später wollte ich selbst ins Bad, da ich mal musste. Als ich aufstand und die Tür öffnete, stand er direkt vor mir. Ich erschrak mich beinahe zu Tode.
Ich war wütend auf ihn, doch wieder sagte er nichts. Schlecht gelaunt ging ich nach unten ins Bad. Als ich fertig war, hörte ich keine Schritte mehr. Anscheinend war er wohl endlich ins Bett gegangen. Oben angekommen, konnte ich ihn nirgends im Flur sehen. Am nächsten Morgen wachte ich um 6 auf und machte mich fertig für die Arbeit. Nachdem ich meine Arbeitskleidung angezogen hatte, ging ich hinunter, um etwas zu essen. Unten traf ich auf Alex, der gerade Eier kochte. »Guten Morgen«, rief er mir fröhlich zu. Er verhielt sich ganz anders als gestern. »Guten Morgen«, erwiderte ich. Natürlich fragte ich auch, warum er sich gestern so merkwürdig und gruselig verhalten hatte. »Ich war gestern den ganzen Abend mit Freunden unterwegs. Das wusstest du doch, oder?«, fragte er. Ich stand mit offenem Mund da. Erschrocken sah er mich an und fragte, was passiert sei. Ich erzählte ihm alles. Nachdem ich fertig war, rief er die Polizei. Die Polizisten waren schnell bei uns und durchsuchten das gesamte Haus. Leider fanden sie absolut nichts. Bis heute habe ich keine Ahnung, wer die Person gewesen sein könnte, mit der ich in dieser Nacht gesprochen habe. Wenn ich nur darüber nachdenke, bekomme ich eine Gänsehaut. Hi, ich bin Danny. Damals, als ich 6 Jahre alt war, hasste ich es, in meinem Zimmer zu schlafen. Es befand sich auf der Seite des Hauses, die dem Schlafzimmer meiner Eltern gegenüber lag. Die Tür war immer nur angelehnt, sodass ich die Schatten von dem, was sich vor meinem Zimmer befand, immer gut sehen konnte. Außerhalb meines Zimmers befand sich ein Tisch, an dem meine Eltern manchmal arbeiteten. Als ich eines Nachts aufwachte, sah ich einen Schatten, der an diesem Tisch Briefe sortierte. Ich rief, »Mama!« Da mir niemand antwortete, rief ich nochmal, »Mama!« Ich bekam Angst, denn normalerweise antwortete sie mir immer, das könnt ihr mir glauben. Ich lag da und schaute dem Schatten weiter beim Sortieren der Post zu. Normalerweise bekamen wir eigentlich nicht viel Post, doch der Schatten war lange damit beschäftigt. Irgendwann verschwand er jedoch. Ich stand langsam auf und ging zur Tür. Da dort niemand war, ging ich in das Schlafzimmer meiner Mutter, wo ich sie schlafend vorfand. Ich war erst 6 Jahre alt und hatte schreckliche Angst. Später fragte ich sie natürlich, ob sie zuvor die Post sortiert hatte. Sie hatte keine Ahnung, wovon ich sprach. Bis heute habe ich nur meiner Freundin Kate von diesem Vorfall erzählt.